Hallo zusammen und willkommen zurück zur Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge sind wir in die Arena von Moosbach City eingetreten, machen hier alle Trainer platt und ja, dann gucken wir mal. Haben wir denn alle schon? Nein. Du siehst meine Zukunft. Ja, sie sagt mir meine Zukunft voraus. Hoffentlich. Ja. Yeah. Hoffentlich passt die. So, du hast ein Pokémon. Okay. Ein Barschwa. Das ist nicht wirklich schwer. Schockwelle sollte doch ausreichen. Ja, Freunde, ein Barschwa. Die Vorentwicklung von Milotic. Ich hätte sehr gerne ein Milotic, aber der Aufwand. Der Aufwand, der ist sehr schwer. Aeroas. Oh. Hex hat nur noch dreimal Aeroas. Ach, toll. Das macht nichts. Aeroas werde ich nicht brauchen. Ich habe ja Glurak. Beziehungsweise Rearfire. So, wir bewegen diesen Hebel. Ja, reicht denn das schon? Ich weiß gar nicht. Muss ich dich auch noch besiegen? Ah, okay. Zeig mir, ob du Talent hast. Ja, ich denke... Moment mal, die hat mir gar nicht ihre Zukunft, meine Zukunft vorausgesagt. Scheiße. Oh, nee. Oh. Leute, ein Relaxo kann doch nur Normalattacken, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Das wird jetzt schwierig. Aber Hexer ist da die beste Wahl. Das ist das erste Mal, dass wir einen Relaxo sehen. Glückwunsch. Ich hätte es lieber eher früher gern gesehen. Oh ja, es kann Erholung. Leute, wir holen KFC. Und es kann nicht... Obwohl, kann es nicht Hyperstrahl? Es würde es jetzt eh nicht einsetzen, denn ich habe mein Pokémon gewechselt. Okay. Reicht ein Doppelkick? Ich glaube nicht. Hm, aber es zieht wenigstens ganz gut ab. Ja, ja, ja. Und was macht es? Oh. Wie ich Erholung hasse. Aber es sollte ausreichen. Praktisch wäre, wenn man irgendwie Erholung mit Toxinen mischt. Ich meine, du hast dann... Ne, du vergiftest ihn erst und du kannst dann schon erholen, kannst schön Zeit sparen und so und Toxin erledigt den Rest. Wäre gar nicht mal so schlecht, aber ich bin kein Fan von Erholung. Ich wüsste keine guten Situationen, wo man das perfekt einsetzen könnte. Nichtsdestotrotz, das Relaxo ist erledigt. Wir haben Hexer ein neues Level zu einem neuen Level gebracht. Menki! Hexer, bitte. Mach dein Psystrahl und das Menki kann sich verpissen. An sich finde ich Menki immer, beziehungsweise Razaf ganz interessant, aber der Verteidigungswert, der ist echt mies. Du musst den Gegner extrem schnell fertig machen. Oh. Ich dachte, ich hätte ihn jetzt gewonnen-hittet, aber gut, dann nicht. Mach eine Schockwelle und dann hat sich die Sache gegessen. Dann hat sich die Sache gegessen, ja. Genau so geht das Sprichwort. Depp. Also ich Depp. Gut. Psycho-Soltan. Das ist so eine gemeine Bezeichnung. Psycho. Okay, ist halt ein Psycho. So, das sollte es gewesen sein. Wir können jetzt zu den Arena-Leiter. Ich weiß, da ist noch so ein Trainer. Aber da habe ich jetzt eh keinen Bock auf den. Moment, ich muss das noch machen, oder? Okay. Jetzt sollten wir alles haben. So, der geht dahin. Der geht dahin. Und ja, wir haben es. So, nur nochmal fürs Protokoll. Uns erwarten jetzt zwei Level 40er Pokémon. Das kann entweder die Hölle sein oder... Ja, oder nicht die Hölle. KFC und Dreck. Oh Leute, ich hab richtig Schiss. Da könnten jetzt einfach... Das kann jetzt einfach furchtbar werden. Zum Beispiel ein Pokémon, was Erdbeben kann, dann wäre Dreck sofort weg. Oder ist das die beste Wahl? Ja, Dreck ist halt sehr stark, KFC ist auch sehr stark. Ich möchte Glurak noch nicht wirklich so trainieren, weil ich würde es dann für Groudon ersetzen. Köter wäre aber auch nicht schlecht. Ich mache die Kombi jetzt. Oh Leute, ich habe so einen Schiss. Bitte Ratzfratz und Taubsi und nicht Kyogre und Dragoran oder so. Oh shit. Leute, ich will nicht. Bitte nicht. Oh fuck. Oh, Level 42. Leute, wir sind im Arsch. Okay, folgendes Problem. Sein Glurak kann... Ja, wohl, fliegen muss es nicht unbedingt können. Wir machen
Doppelkick und Donner. Nein! Nein! Oh, wenn Relaxo jetzt irgendwas Krasses macht, dann war's das. Alter, ich hab so viel Schiss. Das könnte es jetzt gewesen sein für KFC. Donner! Donner! Wieso ganz Flügelschlag? Sehr gut. Sehr gut. Bitte mach Erholung. Scheiße, das war's. Wir haben KFC verloren. Okay. Dann bleibt Glurak. So eine Drecksscheiße. Ich wusste nicht, dass ein Glurak sein Glurak Flügelschlag kann. Natürlich. Hexer. Ficken, Leute. Wirklich ficken einfach. Mach Schockwelle und du machst... Ja, was machst du? Kreideschrei? Oh, Leute, ey. Das ist so eine Scheiße. So, Kreideschrei. Dann machen wir Schlammbad gegen Relaxo. Der macht jetzt wahrscheinlich Erholung oder sowas. Nee. Body Slam. Zieht gar nicht mal so wenig ab. Mach mal den Konfusstrahl und du machst Donner und machst ihn fertig. Oh Leute, das ist jetzt wieder todesriskant, ey. Oh, ich habe nichts gelernt, Leute. Ich habe nichts gelernt. Okay, sein Glurak ist weg. Das ist schön. Aber wenn er jetzt den Body Slam gegen Dreck macht, dann war es das für Dreck. Dann habe ich ein großes Problem. Und Gott sei Dank. Oh. Oh. Okay. Mach. Na, was ist jetzt am stärksten? Mach Aeroass und du machst Schlammbad. Das war's. Oh. Leute, wir haben KFC verloren. Das ist scheiße. Aber ich meine, wir kriegen noch Groudon. Wir haben Rearfire, aka Glurak. Beziehungsweise andersrum aka. Alles in Ordnung. Shit, Mann! Das musste doch jetzt nicht sein. Boah, aber das war echt eine krasse Kombi. Das muss man schon zugeben. Also, Relaxo und Glurak, ey. Das war schon hart, aber ja. Na gut. Ja, Freunde. Wir haben den vorletzten Orden. Wir mussten relativ bitter bezahlen dafür. Wir können nun Tauch einsetzen. Wir müssen KFC abgeben. Das ist sehr bitter. Mal gucken, ob wir irgendwas dafür haben. Ja, mach's gut. Du hast wirklich tolle Arbeit geleistet. Mehr als gute Arbeit. Was haben wir denn? Wir könnten Austoss mitnehmen. Bringt das was? Wir haben halt Guyong, ne? Galocca, Horse. Vulnona. Oh, wir haben Igelava. Das ist halt auch ein Feuerstarter. Aber kann ich nicht... Na, was nehmen wir denn mit? Muntier. Wir nehmen Muntier mal mit. AKA Fauler. Geben Fauler mal den EP-Teiler. Habe ich den nicht da? Wo ist der EP-Teiler? Wer hat den? Habe ich den gelagert? Ja. Da ist der EP-Teiler. Wir kommen... Moment, ich habe den Zettel hier noch mit den... wo wir noch was fangen können. Muntier, ja, du kriegst jetzt erstmal den EP-Teiler. Wie gesagt, was ich auf jeden Fall noch fangen werde, das ist das Groudon. Da muss ich, wie gesagt, extrem aufpassen, dass in dieser Höhle nichts anderes kommt. Aber ich glaube, da kommt nichts. So. Wie ich halt auch noch fast Dreck verloren hätte, ey, scheiße. Na gut, dann hat Glurak. Das ist ja auch nicht wirklich schlecht. Im Gegenteil, es ist sehr geil. Ja. So, wir können noch was fangen auf Route 128. Dort werde ich mal gucken, wo das sein... Wo das ist. Wir werden den Pokénav öffnen. Wo ist Route 128? Das ist hier unten. Dort werden wir jetzt hingehen. Hinsurfen und werden uns etwas angeln. Mit dem Fahrrad. Nein, wir holen uns... Dreckern an erster Stelle. Ja, bist du sogar schon. Wir machen den Topschutz.
auf geht's zu Route 28. 127 und wir können jetzt tauchen tatsächlich. Warum habe ich 128 nicht schon was gefangen? Sind wir jetzt hier schon, oder? Pokernav, bitte. Wir müssen nach Süden, okay. Kein Problem. Sag mal, wenn ich jetzt hier nach unten tauche, wie heißt denn die Gegend dann? Unter Wasser! Ja, wir können unter Wasser noch was fangen. Purpurstück, die kann man gegen irgendwas eintauschen. Ich habe keine Ahnung. Kann man hier auch angeln? Das wäre irgendwie komisch, aber okay. Leute, hier unten gibt es immer Perlus, aber es ist ja randomized, also gibt es hier was anderes. Ich muss warten bis... Nein, ich tauche auf, ich tauche woanders unter. Wir müssen untertauchen! Ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal da, wo diese Unterwasserhöhle ist. Stimmt, jetzt können wir auch bei diesem einen Schiff da untertauchen. Gar nicht mal so schlecht. Schutz wirkt nicht mehr, wir tauchen hier. So, mal gucken, was da unten lungert. Bitte bitte kein Feuer-Pokémon. Ansonsten bin ich für alles offen. Wir müssen dann da links tauchen, was? Komm schon. Hallo. KP Plus! Yay! So, was ist jetzt hier los? Mann, hier gibt's doch immer Ach nee, Moment, ich weiß es, da... Unter Wasser gibt's ja auch so Gras. Das vergesse ich gerade. Wir tauchen da links unter. Oh, ich will nicht kämpfen. Hast du auch einen Rivalen, gegen den du hast zu verlieren? Ja. Maike, die nervt. Was hast du denn Schönes? Scharnera, ich heile deine Pokémon. Oh, die ist aber nicht sehr stark. Mach Schlammbad. Das muss reichen. Danke. Bringt wenigstens viel EP. Vor allem für Fauler. Kadabra. Warum? Egal. Es sollte reichen. Was? Wieso Level 33? Das andere war gerade viel schwächer. Wie viel zieht Stärke ab? Okay, passt. Kadabra ist halt nicht so gut in der Verteidigung wie der normalen. Level 29 für Fauler. Oh, scheiße. Der hat geile Pokémon. Und Donner trifft natürlich nicht. Was machst du jetzt? Aquawelle. Das ist die typische Milotic-Attacke. Aquawelle. Donner! So, das war's mit Milotic. Tschüss. Okay, jetzt ist man paralysiert. Ich greife als erstes an. Und... Ja, mach das Feuer nach... Wie er Wasser auf Wasser reinhaut. Was soll das? Warum machst du auf Wasser Wasser? Was soll das? Wasser soll das? So, und was kommt jetzt? Ein Roselia. Da müsste doch eigentlich ein Schlammbad reichen, oder? Bringt auch wieder viel EP, also... Was ist das denn? Was? Grasflöte, darunter verstehe ich aber was ganz anderes. Immer diese Kiffer. Grasflöte, so ein Crap. Habe ich nicht einen Hyperheiler irgendwo? Ja. Das bringt dir nichts, meine Liebe. Das bringt dir überhaupt nichts. Nein, nicht Beutel. Ich will nicht den Hyperheiler auf sie draufwerfen. Schlammbad! Gigasauger, eine sehr starke Pflanzenattacke. Aber bringt dir nichts. In doppelter Hinsicht. Ich meine, du hast alle EP und du hast... Und es ist nicht sehr effektiv. So. Das war's mit Roselia. Gut. Die Triathletin ist auch erledigt. Ich will hier nur untertauchen, ganz schnell. So. Nein, Guyong ist Tauchmeister. Er hat die Lizenz dazu. So, gibt's hier nicht? Oder ist das nur da drüben? Ah, ich komme hier rüber, okay. Hier gibt's auch so Unterwassergras. Unterwasserhohes Gras. So, hier ist immer was. Herzschuppe! Yay! Müssen wir mal gucken, ob wir bei irgendeinem der Pokémon mal was Cooles erlernen können. Unter Wasser.
So, wo kommen wir jetzt hin? Kommen wir jetzt schon zur Unterwasserhöhle? Nee, ne? Ich will ja eigentlich erstmal das Pokémon fangen. Wo zum Teufel bin ich? Ah, da ist die Unterwasserhöhle. Aber ich suche Gras. Grasflöte, Mann. Ich gehe mal kurz da runter. Ich will mal nur wissen, welches Gebiet das jetzt ist. Okay, hier ist das U-Boot. Perfekt. Ja, wo ist denn jetzt das hohe Gras da? Das gibt's hier, ich weiß es. Ich hab's in Erinnerung. Mann, nervt mich das schon wieder. Mach mal Topschutz. Ich werde zu Route 128 jetzt reisen. So. Geh weg. Kann man da noch tauchen oder ist das schon wieder... Ja, wir kommen jetzt nach Prachtpolis City, ich weiß. Habe ich hier schon... Hier habe ich noch gar nichts geholt, fällt mir auf. Sag mal, wie komme ich jetzt auf diese Scheißroute? Hä, das ist die Route 28, wo ich jetzt drauf bin? Ach so. Okay, geil. Ich benutze die Profi-Angel. Gut, Leute, ich will was fangen. Bitte, kein Feuer-Pokémon. Ich hab's noch nicht durchgestrichen. Das heißt, ich hab's noch nicht hier... Ich hab noch nichts hier gefangen. Logischerweise. Noch einmal. Yes! Bitte nichts Feuermäßiges. Ach, das haben wir noch überhaupt nicht. Stimmt. Ja, ein Meditalis. Das ist schon mit einem sehr hohen Level. Und so wie ich das sehe, ist... Oh, er hat Willensleser. Also sowas wie Schnüffler. Das ist cool. Worauf ich hinaus will, es ist ein Pokémon, was, glaube ich, ja, ich habe es, glaube ich, mal in so einer Top-10-List gesehen oder in so einer. Dieses Team solltet ihr in dieser Edition haben und da war ein Meditalis dabei. Ja, obwohl es bislang nur zwei scheiß Attacken zeigt, aber mal gucken. Ich werde es mal fangen. Kann ich nochmal einen Kreideschrei machen? Jawohl. Und jetzt kommt Köter dran mit seiner... Mit seinem Toxin. Aber ich wüsste nicht... Ja, ich würde es für Fauler reintun. Oder ich lasse Faule halt noch ein bisschen drin. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich werde es auf jeden Fall mal fangen. Aber dann Kraftreserve. Sehr effektiv? Nö. Oh, aber zieht nicht so, gar nicht so schlecht ab. Toxin bitte. Ja. Gut. Was könnte ich jetzt machen? Ja, ich hole Dreck oder so rein. Keine Ahnung. Nee, ich hole Hexer rein. Ich werde ihn nicht verwirren, weil das ist mir, glaube ich, sonst zu riskant, sonst macht sich selber kaputt. Scanner, also die Attacken, die sind scheiße. Es kann nur durch Kraftreserve verletzen. Und das ist nicht so schön. Ich mache trotzdem einen Konfusstrahl, ich riskiere sehr viel, das stimmt schon. Vielleicht, wenn sich's einmal verletzt und dann ist es sehr niedrig, aber wohl, wegen Gift muss ich aufpassen. Ah, okay, gut. So, ich probiere es mal aus. Das sollte eigentlich noch nicht reichen. Probieren wir es einfach. Wir hatten schon mal eine Möglichkeit, Meditalis zu fangen. Ich habe es aber nicht geschafft, tatsächlich. Ah! Sei nicht mehr verwirrt. Ah, scheiße. Bitte treff. Okay, es trifft. Gut. Leute, wir haben es fast. Das heißt, jetzt müssten wir es eigentlich haben. Es ist jetzt im gelben Bereich. Wir haben es definitiv jetzt. Weil es war vorhin verflixt, also muss es jetzt klappen. Was? Das macht keinen Sinn. Okay, wir haben es nicht. Oder vielleicht doch. Cool, wir haben es doch noch. Das muss jetzt aber reichen. Na also. Wir haben Meditalis. Meditation. Ich nenne dich jetzt einfach
Vic Medi Knight. Kennt das jemand? Wie wird denn es geschrieben? Ach, shit. Ich nenne dich Jedi Talis. Jedi Talos. Ja, ich vermische zwei Sachen, Skyrim und Star Wars. Das gefällt mir. Gut. Bitte, der Topschuss hält noch, oder? Wir gehen jetzt wieder zum Unterwasser-Dings-Bums-Zeug. Geh du weg, bitte. Ich will keinen Kampf. Aber ich habe gegen den schon gekämpft. So. Wo ist die Höhle? Ich will wissen, wo die Höhle ist. Was ist denn da drunten eigentlich? Kann ich da auch tauchen oder ist das nur... Cool. Tauchen! Ah. Protein! Okay, cool. Ich muss unbedingt meinen Glurak jetzt mal leveln, weil ich meinen, ja, KFC ist nicht mehr gekommen und Glurak ist mega stark. Deswegen brauchen wir Le Glurak. Oh Mann, ey, das ist voll schade wegen KFC. Aber ich meine, so viel Feuer-Pokémon brauche ich nicht. Ich meine, ich krieg ja noch Groudon, versteht ihr? Okay. Dann tauch mal. Ah, wir sind schon richtig. So, und bitte auftauchen. Ja, Forschungs-U-Boot, wie auch immer, wir gehen an Land. Meine Pokémon sind ein bisschen geschwächt. Tiefseehöhle. Ist das hier nicht, wo wir Groudon kriegen? Ja, ich werde hier nichts fangen. Sonst habe ich ein Problem. Ich brauche Groudon nämlich. Ich speichere mal. Sicherheitssafe. Okay. Oh nein, Moment mal. Ich kenne diese Höhle. Oh nee. Oh, scheiße. Leute, wir brauchen den Zertrümmerer. Ich habe immer noch Blizzard. Leute, wir brauchen den Zertrümmerer. Das ist natürlich richtig beschissen. Ah, Fauler. Oh, Gott sei Dank. Okay. Fauler, lern du das bitte. Amnesie braucht kein Mensch. Und ja, das, da spreche ich auch. Ja. Das braucht kein Mensch. Gut. Fauler kann Zertrümmerer. Ich muss mal kurz meine Pokémon ein bisschen heilen, weil ich will keins mehr verlieren von denen, die ich jetzt hier da habe. Ich hole mir noch Groudon. Vielleicht finde ich noch ein geileres Wasser-Pokémon. Das hole ich dann, das nehme ich dann für Guyong mit. Aber ansonsten steht mein Team. Ich muss es nur noch leveln. Ja, nochmal saven. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt tausendmal speichere. Ja, Freunde. Das hier ist, glaube ich, die Groudon-Höhle. Nein, das kann sie nicht sein. Egal, wenn sie es nicht ist, dann werde ich hier noch was fangen. Ach, ich muss 128 durchstreichen. So. So. Ich kämpfe gegen jeden. Hallo. Wir können keine Kinder gebrauchen. Okay. Kein Problem. Ist ja nur demografischer Wandel und irgendwann muss ja dir da jemand deine Rente bezahlen. Haha. Ach du Scheiße, sind die hohes Level. Hast du irgendwas? Nein. Oh, Freunde, das werden jetzt harte Kämpfe, sage ich euch. Was kann der? Nein! Das kann ich nicht riskieren. Scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob Köter jetzt irgendwas Besonderes da hat, aber irgendwas muss ich ja machen. Seit wann ist Steinhagel so präzise? Danke. Ich will mal den Spukball einsetzen, denn ist es nicht auch, Psycho? Oder ist es nur Gestein? Was ist denn das für ein Crap? Ja, schön für deine Verteidigung und deine Spezialverteidigung. Köter, Spukball-Time. Danke! Ja, Mann! Was, Feuerwirbel? Egal, wir haben mich besiegt. Und das zählt. Mach nochmal, bitte. Ach, gut, dass ich Spukball habe, ey. Gut, okay.
Jetzt heißt es schön die Pokémon leveln. Was ist ein Raikou nochmal? Ist das, das Elektro, oder? Raikou ist, glaube ich, Elektro, dann bringt Dreck am meisten. Mach mal Schlammbad, mal gucken, ob das was bringt. Oder ist das irgendwie so Stahl oder sowas? Wir werden es jetzt sehen. Es ist auf jeden Fall Elektro. Und? Okay, gut. Alter! Ey, das ist so krass, wie viel Dreck abzieht, ey. Das ist echt Hammer. So, das wär's dann mit dem. Ja, Ruckzuckhieb für ein legendäres Pokémon natürlich eine übermächtige Attacke. Leute, kann es sein, dass nur noch kranke Pokémon kommen? Das ist doch nicht mehr lustig. Wenn sich Fauler irgendwann entwickeln sollte, dann bin ich mir echt am Überlegen, ob ich Munterking behalten soll. Letaking, Entschuldigung. Ich sag dauernd Munterking. Warum speichere ich eigentlich dauernd? Ich soll aufhören, ich muss aufhören damit. Okay, nee, ich mach erstmal. Ich gehe hier unten lang. Supertrank wäre gar nicht so schlecht. Den AP Plus nehme ich dann übrigens für Groudons Erdbeben, falls es Erdbeben hat. Ich glaube schon, weil Erdbeben ist der Shit. Es gibt nichts Geileres für mich als Erdbeben. Ich glaube, da wird mir wohl kaum jemand widersprechen. Hallo? Dieses U-Boot, es ist sehr eng, deswegen habe ich blaue Flecken. Bist du sicher, dass es wegen dem U-Boot ist? Vielleicht war Mark sauer auf dich. Boah! Quack, so scheiße, das hat diese Abgesang-Attacke. Mach schnell Stärke! Ich weiß, es ist ein Wasser-Pokémon. Es kann ja nichts passieren. Denn, wir werden jetzt tauschen. KFC bitte. Nein, Dreck bitte. Bitte mal irgendeine Wasserattacke. Ja, das ist mir recht. Duplo-Hieb. Ja, ich weiß, es heißt nicht so. Das war ja der Witz. Einmal Schlammbad. Nein, Donner. Oh, warum hat das so eine hohe Initiative? Obwohl, Dreck hat wohl kaum eine hohe Initiative, oder? Oh. Muss es denn jetzt fünfmal treffen? Dafür gibt's Donner. Ja, Mann. Stirb oder auch nicht. Egal. Abgesang. Einmal Schlammbad, bitte. Tschüss. So. Mann. Gut so. Fauler, Level 30. Yay. Es entwickelt sich ab Level 36 oder so, oder? Das wird noch dauern. Aber ich glaube, das lohnt sich. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, ich weiß, wie ich das mache. Warum ist da links oben Wasser? Was? Warum? So, so. Hier gibt es bestimmt ganz nette Items. Die will ich mir natürlich alle schnappen. Jedes Sonderbonbon etc. nehme ich sehr gerne mit. So, was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss, sage ich euch ganz ehrlich. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Ja, ich will, wenn möglich, alle Trainer besiegen. Wie sieht's aus mit den Pokémon? Okay, passt. Nein, okay. I have no idea what I'm doing, aber ich gehe mal hier unten lang. Moment, wir kommen doch jetzt hier wieder. Scheiße. Ach Mann, was... Ich war irgendwie noch nie gut bei diesen Dingern. Ich weiß auch nicht. So, dann gehen wir mal hier lang. Da komme ich nicht lang. So, probieren wir es nochmal aus. Weil es ja auch so gut funktioniert. Was ist denn jetzt hier unten eigentlich? Was? Oh, Arschlöcher. Och Mann, ey, das ist doch jetzt unnötig. Das nervt mich ja total. Gut, dann gehen wir einfach jetzt hier oben dann raus, wo der Typ da steht. Ich denke, das ist jetzt erstmal die beste Lösung, oder? Genau.
Dann tun wir den nach oben bewegen. Dann gehen wir nach rechts. So. Hier lang. Das machen wir. Okay, gut. Und gehen dann da links oben lang. So, das sollte passen. Bitte kein Pokémon. Gut, weil manchmal kommt aus diesen Zertrümmererstein immer ein Pokémon. Oh nee, nicht der Crap. Kriege ich hier nicht ein Item oder so? Ach, ich muss zu der Höhle raus, was? Ich bin drin. Ah, das ist der falsche Weg. No! Ich muss da links oben, hätte ich hingemusst. Sehr gut, Max. Mach's mal wieder super. Scheiße. Okay, wir wissen ja den Weg. Das ist ja jetzt kein wirklich krasser Umweg oder sonstiges. Ja, bumm, bumm. Ein Pokémon, bitte. Wer hat diese Höhle nur gebaut? Warum fühlt sie immer zum Anfang hin? Speichern, bitte. Okay, wie muss ich lang? So. So. Okay, gut. Danke. Los, weiter. Oh nein. Sag mal, wie muss ich denn... Was ist jetzt hier rechts? Ist da oben nur ein Item oder muss ich einfach hier rechts lang? Okay, ich versuch's mal hier oben irgendwie lang zu kommen. Ah, da sind Gegner, ich verstehe. Oh, jetzt muss ich mir wieder hier, jetzt muss ich wieder so viel überlegen hier. Ich denke, das ist gar nicht mal so schwer. Oh, scheiß Schutz. Schutz, scheiß. Okay, gut. Ah, wie bist du uns ohne U-Boot gefolgt? Ja, weil Menschen auch nicht tauchen können, ne? Oder beziehungsweise Pokémon. Ist das so ein Vorstand? Oh, scheiße. Gut. Sehr gut. Das ist perfekt für Glurak. Ha, ich weiß nicht, ob ich mir in den Arsch beiß, wenn ich jetzt hier die EP-Punkte so auf Ding umteile. Auf Mundtier. Das könnte ja auch stark werden, versteht ihr? So, bitte mach Gedankengut oder sowas. Ja, okay, das ist auch gut. Flügelschlag. Schlügelflag. Schlügelflag. Gut, das war's mit dem. Fauler bitte weiterentwickeln. Wow. Ja, jetzt kommt ein Samurzel, ne? Alter, überleg mal, wie lange es dauern würde, ein Samurzel auf Level 38 zu leveln. Das ist die Tortur. Himself. Oder herself, wie auch immer. Tschüss. Es gibt dann 60 Punkte. Oh, 300. So, Jördis, das war's mit dir. Okay. Tschüss. Wo kommen wir jetzt hin? Ach, das wieder. Ja, das kriege ich doch eigentlich immer hin. Ich muss immer nur hoch, links, rechts. Hoch, links, rechts. Sowas. Zack, zack. Jetzt den weiterschieben. Hoch, links, rechts, hoch, links. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Nein, 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 nein. Ich hätte den in der Mitte nicht reinbringen sollen. Also zack, zack. Das da. So. Ich habe mich immer geärgert, dass es so, die, so eine unschöne Form jetzt ist. Aber egal. Was ist das hier? Oh mein Gott. Leute, ist das nicht was Krasses? Holy crap, es ist Erdbeben. Leute, es ist Erdbeben. Moment, heißt das, dass Groudon kein Erdbeben kann? Shit. Das gefällt mir nicht. Leute, hier ist Groudon, aber
Kann ich es jetzt hier schon fangen? Hallo? Oh, jetzt muss ich... Jetzt kommt Bossfight. Kann Groudon jetzt Erdbeben oder nicht? Ich werde es ihm noch nicht beibringen. Ich werde dann warten und googeln, ob es das erlernt. Ich fange sofort. Also, mir ist es egal. Bleib sofort stehen! Schau nur, wie schön die schlafende Gestalt des antiken Groudon. Oh oh. Guter Anfang. Sehr schöner Anfang. Level 41. Glurak, ich brauche den krassesten Flammenwurf jetzt. Wunderbar. So, jetzt können wir planen. Bitte kein Drache, das wäre tatsächlich schlecht. Was ist das? Ist das die Weiterentwicklung von diesem Kampf-Pokémon? Ah, okay. Können wir gleich so weitermachen. Was? Ja, erstaunt bin ich. Was ist denn das für ein Typ dann? Ach, Moment, es ist ja auch Wasser. Ja, jetzt weiß ich's. Loturzel und so. Entschuldigung. Gar nicht mal so ein schlechtes Pokémon eigentlich. Ich hätte auch gern Pflanzen-Pokémon. Rearfire. Konzentration bitte. Der muss sitzen. Ich will hier nicht, dass der irgendwie so eine Scheiße macht. Na gut, Erstauner und Heuler, das ist nicht so krass. Zack! Ah! Okay, es kann ja zum Glück nicht mehr. Flügelschlag! Ah. Mistkerl. Jetzt dürften noch zwei Flügelschläge reichen, oder? Ah, einer reicht! Tada! Juhu! Und Fauler, nicht. Kecleon! Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich habe eine gute Idee. Nein, stopp! Ich bin doch ein Idiot! Das kann doch Psystrahl! Leute, ich riskiere nichts. Folgende Idee. Also, jetzt habe ich eine andere Idee. Köter, da kann sein Psystrahl nichts machen. Und ich werde jetzt erst Spukball machen, dann wird es zum Geisttypen und dann mache ich Biss. So. Das ist eine gute Taktik. Oh, nee. Oh, Delegator. Bringt Toxin was? Okay. Habe ich mir gedacht. Du bist ein Wichser. Oh, ist das nervig. Das ist die nervigste Attacke, Delegator. Ja, das war hart. Aber, oh scheiße, was mache ich denn? Ja, okay. So, mach schnell Schlammbad. Okay, sehr gut, 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 sehr gut. Okay. Okay, gut. Das sollte es eigentlich gewesen sein, oder? Ja, das ist in Ordnung. Kann er gerne machen, aber Toxin wird dadurch nur stärker. Bam, bam, bam! Gut. Das soll's sein, oder? Na, noch nicht. Jetzt aber! Yes! Mark wurde erledigt! Es ging durch Mark und Bein oder so. Kann Fauler jetzt nicht mal... Ey, wie viel EP brauchen Fauler? Das gibt's doch gar nicht. Nee, ich glaube, Groudon haut jetzt ab, oder? War das nicht so? Mit der blauen Kugel kann ich Groudon... Oh nein! Was passiert hier? Ja, Groudon haut jetzt ab, ich weiß. Hallo, wie geht's? Es kann auf einmal fliegen. Die Sonne scheint so extrem. Wir haben keine Sonnenmilch dabei. Verdammt! Ja, jetzt kommt wieder diese blöde Story, ich weiß. Was hast du nur getan? Du hast Groudon aufgeweckt. Jetzt kommt wieder diese krasse Sonnenmusik. Düt, 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 oder so. Ja, ja.
Naja, ah, Wüstenlife hier. Wo muss man denn eigentlich jetzt hin? Jetzt müssen wir, glaube ich, nach Sonnewick oder so ein Scheiß. Lauf weg, solange es geht. Keine Sorge, ich habe den Meisterball. Es wird nichts passieren. Ah, hallo Troy. Wieso kannst du hinfliegen? Das ist keine Stadt. Xeneroville, ja. Ich Depp. Was? Sonnewick? Wo war das denn? Ja, da muss ich auch hin jetzt. Gut. Wir werden nach Sonnewick fliegen. Ich wollte gerade reiten sagen. Nach Ding meine ich nach... Ich kann einfach das nicht sagen. Nach Xeneroville. Schutz wirkt, okay. Hey, dann hätten wir ja in der Tiefseehöhle doch noch was fangen können. Das mache ich jetzt noch. Das mache ich jetzt noch. Ja, bitte. Ach nein, hier muss ich ja nicht. Ich will noch ein Pokémon fangen, dann kann ich diese Tiefseehöhle... Moment, ich schreibe ihn die mal auf. Okay. Ich weiß, wir sind bei 40 Minuten, aber ich will noch das Pokémon fangen. So. Das U-Boot haben sie wenigstens mitgenommen, das freut mich. So. Wir fangen hier was. Oh, hoffentlich kommt kein Meditalis mehr oder so ein Scheiß. Warte mal, stopp. Nein, 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 ich gehe da jetzt rein und werde dann so eins fangen. So, hier, ich warte, bis der Schutz aufhört. Oh, kurze Pause. Da bin ich schon wieder, ja. Immer diese Anrufe zur Let's Play-Zeit. Wir müssen warten, bis der Schutz aufhört. Moment, das machen wir doch am besten draußen, da kann ich besser fahren. Okay, sehr gut. So, Leute, wir fangen uns was. Ich hoffe, es kommt auch was. Kommt hier nichts? Hier muss doch irgendwas kommen. Echt? Ist hier wirklich nichts? Dann angel ich. Doch! Bitte! Holy shit. Holy shit! Ein Shillock! Motherfucker! Ein Shillock, Freunde. Ich hab's gesagt vorhin, ihr könnt vorspulen. Ein Wasser-Pokémon. Ihr könnt vorspulen, Freunde. Ein Turtok. Ich hab's gesagt. Ein Turtok, das würde ich eintauschen gegen Guyong. Okay. Ganz ruhig. Was mache ich jetzt? Sag mal, was kannst du nochmal? Das Problem jetzt beim Konfusstrahl ist, dass er sich dann selber kaputt machen würde. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich würde es gern einfrieren oder so, aber wann funktioniert denn einfrieren? Moment mal, es ist ja ein Wasser-Pokémon, das heißt, ich könnte ihn mit dem Tauchball fangen. Bitte frier doch ein, ich will doch nur, dass es einfriert. Es wird dann nur mein Wasser- und Eis-Pokémon. Ich habe noch Blizzard, das werde ich ihm beibringen. Oh, nee. Soll ich Toxin einsetzen? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so klug. Nein, das mache ich. Und ich muss halt jetzt wirklich aufs Beste hoffen. Okay, ganz cool bleiben. Biss kann er gerne einsetzen. Ganz, ganz cool bleiben. Das wär sehr wichtig. Dann hätte ich ein wirklich krasses Team. Also nochmal eine Verstärkung. Ganz ruhig. Nichts falsch machen. Ja, mach weiter, Köter. Du hast noch 9 Versuche. Sag mal, Turbodreher ist auch eine ganz schwache Attacke, kann es sein. Okay. Wir haben es vergiftet. Ich werde versuchen, mit Dreck nochmal Kreideschreien zu setzen. Mehr mache ich nicht. Okay, ganz ruhig bleiben. Alles gut. Alles gut. Kann er von mir aus machen. Das ist mir wurscht.
So, jetzt gucken wir mal kurz. Ich werde, wenn es im gelben Bereich ist, werde ich mal... Okay, es kann nicht weiter gesenkt werden. Gut. Ich werde es im gelben jetzt mal mit dem Superball, Hyperball versuchen. Und dann hoffe ich, dass es in den roten kommt. Fängt Pokémon besser auf Meeresgrund? Ach, ich dachte einfach bei Wasser-Pokémon. Egal. Oh Gott, ich dachte, ich hätte den Meisterball eingesetzt. Scheiße. Leute, jetzt habe ich Schiss. Bitte, du musst in den roten Bereich. Scheiße. Leute, das fange ich nicht. Nein, bitte. Scheiße. Das war's, Leute. So was Bitteres. Nein. Es wäre so schön gewesen. Es wäre so schön gewesen. Es wäre so schön gewesen. Scheiße. Schade. Ja gut. Wir konnten das Schluck nicht fangen. Es ist leider zu stark gewesen. Wir gehen hier raus. Tja, Leute, leider ohne Schillock müssen wir diese Folge beenden und auch leider ohne KFC, denn es ist im Arena-Kampf in Moosbach City gefallen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Bis dato. Macht's gut. Ciao.